Letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Living the highs and lows, I'm keeping busy. Don't know if we're worth saving. Are we meant to be or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Nicht wundern, wenn ich heute eine Maske aufhabe, ist leider Pflicht. Ich bin heute bei der Sauerländer Kleinbahn, bei den Laternenfahrten und stehe gerade beim Köbbinghauser Hammer und warte auf den Zug. Die Laternenfahrten, die gehen noch nicht los, das dauert noch. Das ist der eine Zug von den Grünkohlfahrten noch. Und dann starten die zwei Laternenfahrten. Da wird der St. Martin da sein. Und viele Kinder, die dann das bekannte Lied singen werden, hoffe ich zumindest. Außer es hat sich dieses Jahr was geändert, aber das glaube ich nicht. So, und dann warte ich mal. Das ist nicht so gut, wenn die Brille immer beschlägt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Trotz Maske. Es ist ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich musste jetzt leider kurz nochmal nach Hause die andere Kamera holen, weil der eine Akku ist leer. Die andere Kamera, der Akku ist noch voll. Habe ich vergessen nachzugucken. Ich dachte, der Akku wäre voll, aber nee, der ist doch leer gewesen. Jetzt habe ich noch meinen Ersatzakku mitgenommen, weil bei der Kälte die Akkus schneller leer gehen. Oh, was ist das denn? Scheint eine Fahrkarte zu sein. Hat die jemand verloren? Ah, jetzt haben wir es. Jetzt ist es scharf. So, das ist eines der Fotos, das ich dem Verein zur Verfügung gestellt habe. Und es ist schön, dass die Fahrkarten damit bedruckt werden. Schön. Ja, ich bin heute jetzt nicht nur fototechnisch hier, sondern auch videotechnisch, weil ich ja für den Verein auch die Videos mache. Und deshalb nutze ich die Sony. Ansonsten nehme ich ja bei normalen Fahrtagen die GoPro, aber bei Motofahrtagen brauche ich eine höhere Auflösung, eine bessere Auflösung. Gut, dann warten wir noch ein bisschen. Dann bis gleich. So, und da kommt schon der Zug. Wenn ich euch jetzt hier hinstelle, ich hoffe, dass die Kamera stehen bleibt und nicht ganz so schief ist. Und ich mache derzeit Fotos. Der Zug fährt jetzt gerade wieder ab und die nächste Fahrt ist die erste von zwei Laternenfahrten. Also seid gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall hier unten und warte. Also nachher soll es noch ein tolles Motiv geben für mich. Deshalb bin ich gespannt, was daraus wird. Das Licht sollte auch noch passen. Wenn nicht, dann muss ich leider den Blitz nehmen, was natürlich nicht so gut ist, aber Hauptsache, das Motiv, das zählt. Und zwar der St. Martin. So, da fährt er dahin. So, mal schauen, wo der St. Martin ist. Er ist noch nicht da. Die
Die Nikolausfahrten sind die nächsten Fahrten, die auf dem Plan stehen. Allerdings kann sich da noch etwas ändern. Man kann es noch nicht vorhersagen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Wenn die Zahlen weiter steigen, kann es natürlich unter Umständen auch sein, dass hier die 2G-Regel eingeführt wird. Und da schrecken auch viele mit Sicherheit zurück. Oder aber im schlimmsten Fall könnten die Fahrten ganz abgesagt werden. Das wäre allerdings sehr schade. Dann wäre das schon zum zweiten Mal eine Absage der Nikolausfahrten. Die Fahrkarten sollen allerdings ihre Gültigkeit behalten und können nächstes Jahr eingelöst werden. Oder aber, wer seine Fahrten zurückgeben möchte, der spendet das Geld dem Verein. Und ich denke, das ist sicherlich eine gute Lösung. So, noch ist es ruhig. Hier wird St. Martin nachher stehen, wie die letzten Jahre auch. Allerdings wird es dieses Jahr einen anderen St. Martin geben. Es war all die Jahre immer der ein und derselbe St. Martin. Aber heute, das wird eine Überraschung. Also ich weiß es schon, wer es ist. Aber trotzdem, ich sage es noch nicht. So, das Wetter passt auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es ist trocken. Ausnahmsweise heute mal trocken und das ist das perfekte Wetter für die Laternenfahrten. Gut, dann sehen wir uns gleich. So, jetzt versuche ich mal mit der Videoleuchte mal etwas zu machen, ob es heller wird. Die hatte ich bei den letzten Laternenfahrten gar nicht dabei, da war es dunkel und da konnte man die Fahrgäste nicht so gut sehen. Heute habe ich die Videoleuchte mit dabei. Das ist jetzt niedrigste Stufe. Es kommt immer auf die Helligkeit drauf an, draußen. Aber ich denke mal, ein paar Minuten sollte eigentlich dazu kommen. Und dann bleibt es noch ein bisschen hell. Ich bin schon gerüstet. Zwischendurch habe ich jetzt doch mal die Maske abgenommen, weil man da tierisch drunter schwitzt. Die Brille beschlägt dauernd, wie man das ja gut erkennen kann. Also die Masken sind überhaupt nicht brillenfreundlich. Dann mal schauen. Also St. Martin ist immer noch nicht da. Schon sehr eigenartig. Die letzten Jahre war er schon hier unten, hat schon alles bereitgelegt, hat schon sein Lämpchen aufgestellt. Aber dieses Mal ist gar nichts da. Wo ist er denn nur? Oder hat er sein Pferd noch nicht aus dem Stall geholt? Ich kann es wirklich nicht sagen. Oder kommt er mit dem Zug mit? Ja, das werden wir ja gleich erfahren. Also was ich jetzt in der Kamera drin habe, ist eine größere Speicherkarte. Und damit kann ich 6 Stunden aufzeichnen. Ich hatte eine kleinere Speicherkarte drin und da ging nur maximal 1 Stunde. Jetzt habe ich mehr Speicher. Bin ich überhaupt scharf? Durch die beschlagene Brille sieht das so unscharf aus. Bin ich scharf? Sagt's mir, Leute, bin ich scharf? Müsste doch scharf sein, oder nicht? Nein, ich bin auch so scharf. Nee, kommt immer noch nicht. Also immer noch warten. Bis gleich. Und ich warte immer noch. Immer noch nichts von St. Martin zu sehen. Wo bleibt er nur? Es wird langsam dunkel. So, die Tasche steht hier. Da. Die Kameratasche. Über die Brille gucken, ich kann ehrlich nicht sehen. Gut, ich habe auf jeden Fall die kommende Woche mehr Zeit. Und dann gibt es einen neuen SRF Smalltalk. Ich hatte die letzten Tage keine Zeit, leider.
Musste hierhin, musste dahin, war ständig unterwegs. Tja, dann ist das Smalltalk ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und das werde ich auf jeden Fall nachholen. Ich wollte euch noch etwas vorstellen, was ihr bei mir kaufen könnt. Aber mehr werde ich jetzt nicht verraten. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe gesehen, die Blätter fallen immer mehr und mehr. Bald ist nichts mehr auf den Bäumen drauf. Hauptsache ist heute nicht so kalt wie die letzten Jahre. Temperaturen sind einigermaßen. So wie man es sich wünscht. Naja, ich melde mich gleich wieder. Ja, ich warte immer noch auf den Zug. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da hinten qualmt. Oder hat da einer schon für einen Kamin angemacht? Kann auch sein. Na, ich weiß es auch nicht. Wo ist er denn? Ist auch keiner? Habe ich den Zug verpasst oder was ist los? Da ist nichts, aber da kann man da hinten in den Qualm sehen. Keine Ahnung, wo der Zug bleibt. Wie ihr sehen könnt, da kommt der Zug. Mit etwas Verspätung. Aber er kommt. So, und jetzt warten wir mal, bis die Leute aussteigen und hier über den Bahnübergang kommen. Da sind schon einige Laternen zu sehen. Aber zuerst kommt dann das Spreewald. So, wie ich gerade erfahren habe, verspätet sich St. Martin. Bin ich scharf? Ja, ich bin scharf. Und wir warten jetzt auf ihn. Keine Ahnung, es weiß niemand, wo er jetzt abgeblieben ist. Vielleicht muss er einem armen Bettler unterwegs noch etwas geben. Das wissen wir alle nicht. Normal braucht er nur ein paar Minuten bis hierhin. Ja, schauen wir doch mal, ob er heute noch mal kommt. Kleine Panne, die gilt es jetzt irgendwie zu überbrücken oder irgendetwas zu improvisieren. Da kümmert sich gerade der Verein drum. Ich habe jetzt kein Licht an, ich will es jetzt nicht so auffällig machen, dass ich hier in die Kamera spreche. Also gleich geht's weiter. So, und der nächste Zug ist angekommen. Es ist jetzt deutlich dunkler geworden, aber nicht schlimm, wir haben Beleuchtung. So, vielleicht habt ihr schon gesehen, der St. Martin ist Martin Michaelis aus Erscheid. Aber jetzt weiß ich, wer der St. Martin ist, der verkleidet sich. Ja, Oskar, der echte St. Martin ist ja auch schon lange tot. So, der St. Martin macht sich gerade fertig. Und die Kinder kommen jetzt. Die werden sich jetzt hier erstmal alle aufstellen. Und dann der Geschichte von St. Martin zuhören. Und dann gibt es Brezeln. Wie bei der ersten Fahrt. Er hat so um die 100 Pferde dabei. So, liebe Leute, leider hat die Zeit nicht mehr gereicht für eine Abmoderation. Deshalb gibt es jetzt ein herzliches Dankeschön für das Anschauen dieses Videos. Wir sehen uns irgendwann in nächster Zeit wieder. Macht's gut, bis bald und ciao.